Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Spiel zugeschaut. Ich habe wieder zwei Beginner rausgesucht, oder ist ja relativ, ne? Was ist ein Beginner? Aber die hatten jetzt, glaube ich, 110.000 MMR jeweils. MMR. Combat Power. Also, ne, keine Ahnung, was sie im MMR haben. Aber das, also müsst ihr halt selber aussuchen, was das für euch ist. Was wird das dann sein? Top 5.000 oder sowas? Top 4.000 Spieler? Keine Ahnung. So, ne? Also, nicht die Crème de la Crème, aber ich glaube halt, dass man gerade im Kontrast zu den Top-Spielen öfter mal sehen kann, okay, das fällt mir erst auf. Die machen das nicht, was die Top-Spieler machen, zum Beispiel. Ja, dass man da eher dieser Kontrast einem beim Lernen hilft. Also nicht nur, was funktioniert, ist gut zu kennen, sondern dass was nicht funktioniert, ist auch mal gut zu erkennen. Es gehört beides zusammen. Bei der Wissenschaft damals auch ein Problem gewesen. Nicht funktionierende Konzepte wurden in der Wirtschaft seltener analysiert als funktionierende, was zu nicht funktionierenden Ideen am Schluss geführt hatte, sehr häufig. Ein Teil meines Studiums damals tatsächlich gewesen, das Thema. Und von da gucke ich mir auch gerne Sachen an, die nicht klappen. Ist natürlich nicht so populär, klar. Soll ich beischreiben? Anfängerspiel, viel Spaß, hat die Hälfte der Klicks, aber ich glaube, fürs Lernen ist es wichtig. Meine Cursor klappen nicht. Sekunde. Aha, jetzt geht's wieder. So, also wir haben Speed im Norden und Sabertooth im Süden. Standardaufstellung. Da brauche ich gar. Also meine Erfahrung ist auch, wenn ihr den Knopf da oben rechts anklickt, habt ihr automatisch verloren. Das liegt aber häufig daran tatsächlich, dass die Aufstellungen schlecht sind, obwohl ich die teilweise auch schlecht finde, sondern dass hinter den Aufstellungen meist irgendeine Idee ist, die ihr vielleicht gar nicht habt, wie der Spieler die erstellt hat, und dass sie unabhängig von dem Gegner aufstellt. Ne? Also drückt ihr niemals den Knopf, das ist eigentlich immer Käse. Und jetzt kann man halt darüber streiten, was jetzt gut und schlecht daran ist. Ich würde argumentieren, dass da der Schaff fehlt. Das ist fast immer schlecht, muss aber nicht. Man kann auch eine Runde ohne Schaff machen. Aber der Mustang, der ist einfach eine miserable Starteinheit, würde ich sagen. Und der soll ja als Schaff-Clear, wobei er hat ja Doppel-Schaff-Clear dann, ne? Der Mustang ist eigentlich als Damage-Dealer in dieser Konfiguration. Beide Seiten auch so aufgestellt, dass alles von der Artillerie in diesem Bereich, den ich gerade markiert habe, getroffen würde. Was auch ein Riesendrama ist. Also gerade im Süden würde ich mit Artillerie jetzt arbeiten. Ne? Er hat da einen guten Aufbau für. Ne? Also alle gleich schnellen Einheiten oder ein Großteil von denen. Die auch noch ein bisschen Tankiness haben. Sogar so ein Arclight ist ja ein bisschen tanky für seinen Preis. Er kauft der Artillerie halt genug Zeit und der hat alles so hingestellt, dass Artillerie ein Massaker veranstaltet. Sogar den Crawler trifft. Und da steht ja ein Mustang drin, ne? Im Ziel. Aber gleich der Crawler-Kopf steht da auch drin, ne? Garantiere ich euch. Und von da wäre Artillerie ganz klar das Beste, was man jetzt im Süden bauen kann, oder eine der super Sachen, würde ich hart empfehlen. Vielleicht auch einer der Gründe, warum Artillerie auf den unteren MMR-Bereichen sehr häufig als sehr stark angesehen wird. Im Forum kann man da ein paar Kommentare zu finden. Aber bei dem Aufbau einfach Flächenschaden vernachlässigt. Da achtet man beim Positioning zu selten drauf. Aber um Gottes Willen, sagt das bloß keinem Anfänger. Da habt ihr natürlich Unrecht, weil die Artillerie ist OP. Aber das wäre jetzt eine meiner Theorien. Also was hat jetzt der Sabertooth beigetragen zu dem Spiel? Ist ja das Gegenteil von Flächenschaden, der Single-Target-Schaden, ne? Also normalerweise wollte der kein Single-Target aufstellen, wenn der Gegner Single-Targets hat. Hat der die Marksman schon gehabt eben. Also, glaube ich, drei davon oder sowas. Also anhand dessen, dass er wenig Chuck-Clear hatte, kann man ja wieder relativ sagen, aber also ich hätte, weiß ich nicht, also die Adlerie, die hätte halt alles gleichzeitig getötet. Also aufgrund seiner generell besseren Aufstellung gewinnt er jetzt den Kampf, aber das heißt ja nicht, dass das Beste war. Der ist halt jetzt im Süden mega anfällig gegen zum Beispiel Skorpion, Overlord, die großen Wummen halt, ne? Ja, der hat das Mönchsproblem oder wie man das nennen möchte. Ich glaube, das nur mal vom Hawk. Ich glaube, das war irgendeine Serie oder so. Aber der muss alles spiegeln und eine Armee aufbauen. Also das ist auf jeden Fall der größte Fehler, den ich bisher. Ich gucke ja mehr Anfängerspiele auch in letzter Zeit. Der größte Fehler, den ich sehe, ist halt, dass die auf dem Level aus irgendeinem Grund alle spiegeln, als ob das irgendwie so ein Krampf im Gehirn wäre, der das notwendig macht.
und dass die ihre Armee in Ruhe aufbauen, völlig unabhängig auf der Spielsituation. Und warum ist er jetzt unabhängig davon? Er hat ja gerade mit der Konfiguration gewonnen und hat jetzt einen Überinvest in Einheiten gemacht, die er nicht braucht, weil die ja schon ihren Job gemacht haben. Dadurch ist er jetzt angreifbar, zum Beispiel ist gar keine Luftabwehr da drin, ne? Die hätte er jetzt holen können. Also wäre jetzt ein Skorpion gekommen, Overlord oder so, ne? Also er hätte jetzt meiner Meinung nach irgendwas holen müssen, vielleicht noch mehr Schaff aufbauen. Da ist ja gar kein Schaff bei, das ist ja durch den, was ich gerade genannt habe, noch angreifbarer. Also er hätte jetzt einfach eine Luftabwehr kommen müssen, ne? Und das ist das Flugzeug. Man hätte auch einfach Fenster zupacken können, dann hat man halt so einen Kompromiss gemacht, meinetwegen. Aber da jetzt einfach nochmal zwei Panzer dazu zu packen, was hübsch aussieht, das geht natürlich nicht, ne? Also schön spielen oder den Mönch, wenn ihr den habt, den müsst ihr verkloppen in eurem Gehirn. Und dann klappt das, glaube ich, massiv viel besser. Hast du gerade gegen den Panzer beim Mustang geholt? Na gut, das ist natürlich so eine Variable, ne? Da fehlt das nötige Einheitenwissen. Also wer halt gegen Panzer hier unten, das ist ja alles Anti-Mustang. Also wer da Mustang holt, der hat das noch nicht so ganz verstanden, was die Einheiten können. Klar, das kommt mit der Zeit. Ne? Das ist jetzt kein Riesenkonzept, was man lernen muss. Er fährt ja jetzt auch auf ein Arclight zu und wird danach wissen, dass ein Arclight nicht gut für einen Mustang ist. Was wir aber schon sehen können bei beiden Seiten ist, dass die Chaff keine große Bedeutung beimessen. Und das ist etwas, was ich schon bei vielen Spielen gesehen habe auf dem Level. Oh, keine Luftabwehr. Ne? Das ist besonders deswegen schlimm, weil die jetzt beide durch ein Level-Up wahrscheinlich kriegen. Ja, also genau, dass die Menge des Schaffs zu gering ist. Ich habe es auch schon im Übermächtigen gesehen, dass jemand irgendwie 10-mal Crawler oder so holt. Das ist auch nicht gut, aber in jedem Fall ist es sehr viel häufiger, dass sie zu wenig Schaff kaufen, als sie zu viel Schaff kaufen. Ich glaube, dass da einfach die Angst hinter ist. Der Gegner hat ja schon Schaffklee auf der anderen Seite, ja, den Arclight meinetwegen. Und deswegen hole ich keinen. Aber da kann man ja einen Fang oder eine Wespe holen, ne? Die holt er ja nicht so gut weg. Ja, Skorpion im Norden, ganz klar. Der Slavnik müsste Skorpion nehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall nonstop dagegen. Das hat sich jetzt nicht gelohnt, weil der Gegner mit den Phönix ja schon die Hardcounter auf dem Feld hat. Hat sich jetzt für Adlerie entschieden. Es wird meiner Meinung nach zu problematisch, weil das zu viele Ziele für die Artillerie. Die sind ja doch sehr breit aufgestellt und nicht als ein Blob im Moment. Ne? Und die werden ja gleich auch noch Rage bekommen, sodass sie die ersten Raketen wahrscheinlich sogar dodgen. Und dann darf man die auch nicht zusammenstellen, die Artillerie, weil so ein Crawler die perfekt ablenkt alle. Ne? Aber den Schaff erhöht. Ist nicht exzessiv, aber stückchenweise. Gut, also er hofft jetzt, dass das funktioniert. Die stehen natürlich falsch. Ne? Wenn da ein Satellit ist, dann geht der kaputt, plus die beiden sterben auch. Ne? Wenn ein Satellit richtig setzt, dann löscht er gleich alles aus. Da muss man ein bisschen hier setzen, weil sonst der vielleicht da reinläuft. Aber Satellit könnte hier ein Massaker veranstalten. Würde ich auch einfach machen, in der Hoffnung, dass danach die Raketenabwehr ausgibt. Das wird sowieso das nächste Problem. Wenn die Raketenabwehr ausgibt, dann wird das nicht mehr genug Schaden gegen die Panzer machen, die hier schon teilweise Level haben. Das dauert einfach zu lange. Aber mehr Schaff geholt, also das ist genau richtig. Warum da jetzt Satelliten sind, weiß nur liebe Gott. Ich glaube, wir noch bei einem Punkt. Raketen, nur zwei Raketenwerfer da unten hätten da das ist alles weggeräumt in Rekordzeit. Ja, also das mit den UFOs, wie gesagt, war völlig hirnrissig, ne? Ich glaube auch nicht, dass die Marksmen da unten notwendig waren, ehrlich gesagt. Weil er hatte ja die Phönix gehabt. Hätte er denen einfach Reichweite gegeben, wäre das auch gegessen gewesen. Oh, wie kann man jetzt gleich mit den Crawlern ewig ablenken? Da ist ja kein Schaff in der Mitte, kein Schaff-Clear, ne? Also wenn hier ein Crawler hat, der hier im Kreis läuft, dann geben die mindestens drei Salven ab. Man sagt so, wenn man zwei Salven ablenkt, ist das der normale Faktor. Eine ist schlecht, zwei ist normal für die Ablenkung und drei ist astronomisch gut. Ne? Und weil da kein Schaff-Clear steht, kann er eben drei rauskitzeln aus dem Gegner. Rhino-Drop wird eher schwierig im Late-Game. Oder Mid-Game, aber wo will er den droppen, dass der funktioniert? Also egal, wo der gedroppt wird, der wird sofort getötet, oder? Mehr Marksman. Na gut, nach meiner die haben ja gerade funktioniert und ausgereicht. Also bei den Topspielern werdet ihr zum Beispiel in so einem Szenario, wo man sagt, man holt den Marksman, um den Phönix abzuknallen.
Ich habe eben noch ein Spiel gesehen, da hat jemand zwei Marksmen geholt, um irgendwie sechs Overlords zu kontern, ja? Und mit den Topspielern werdet ihr immer sehen, dass sie diese in so einem Szenario weniger Marksmen holen und dafür sorgen, dass die wenigen Marksmen besser funktionieren, ja? Statt mehr Marksmen zu holen. Das werdet ihr immer sehen in so einem, beim Topspieler im Vergleich. Also der Spam war auf jeden Fall ein gigantischer Unterschied zum Topspiel und ich glaube auch ein gigantischer Fehler. Das Aktivieren der Einheiten ist fast immer wichtiger als alles andere. Genau, jetzt haben wir hier unten die Raketenabwehr. Jetzt muss man sagen, das könnte richtig gut funktionieren, weil das doch Tanky-Einheiten sind. Und ne, die zwei, drei Raketen, die dann bei jeder Salve durchkommen, tatsächlich nicht ausreichen werden, um die zu töten oder die halt entsprechend langsamer töten. Weswegen halt die Artillerie so spät zu holen, gerade gegen jemanden, der schon Sabertooth im Feld hatte, auch ein Fehler war wahrscheinlich. Hier oben wird der Chaff immer weiter ausgebaut. Also selbst, dass er jetzt wirklich seinen Chaff ausbaut und hier unten halt diese Marksmen gekommen sind und das weiß der Geier warum, ist das, glaube ich, inzwischen stärker geworden. Die Schwäche, wie gesagt, dass die Raketen jetzt abgefangen werden und dass ein Crawler die beschäftigen kann. Also wenn er die Artillerie verkauft, da oben jetzt peu à peu, ne, das ins Leere geht, das Upgrade, dann hat er da oben tatsächlich eine sehr gute Gewinnchance. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, was der da wollte, ist mit Absturzrätsel. Den Gegner aufleveln. Gerade der Mustang kann den Level gut gebrauchen. Der nicht genutzte Verkaufsknopf ist auch so ein Ding, den ich sehr häufig sehe bei geringeren MMRs. Also bei hohen MMRs werdet ihr den Verkaufsknopf fast in jeder Runde sehen für Einheiten. Also man stellt halt da besonders viel aggressiv die Einheiten auf und will, dass in die Runde funktionieren. Und wenn die dann halt besonders hart gekontert werden, dann geht man halt hin und verkauft das. Ne? Also Verkaufsknopf ist bei oberen Elos auch unendlich viel häufiger benutzt als bei diesen unteren Elos. Und auch zu Recht. Wie gesagt, die Artillerie muss er verkaufen. Ne? Wenn er die verkauft, die macht er eh nicht viel. Dann geht das da unten ins Leere. Und er könnte sich fast immer noch überlegen, also wer tötet denn den Gegner? Ne? Er denkt, die Artillerie macht, das macht sie ja nicht. Jetzt macht er die Range. Also wenn er die Artillerie verhökert hier vorne, ja, also das ist ja nicht toll, das Zeug. Okay. Wie gesagt, der muss sie doch ablenken mit dem Crawler zusätzlich. Also wenn er die verkauft und austauscht gegen. Hast du gerade den Modelltank verkauft? Hat er gerade einen Schaft verkauft? Nee, ne? Okay. Also auf jeden Fall, er kann es auch damit jetzt machen, meinetwegen. Aber ich hätte jetzt empfohlen, den Skorpion zu holen. Eigentlich hätte der schon letzte Runde einen Rage ausgeben müssen. Ich habe mir das nur eingebildet, ne? Ich habe das Gefühl gehabt, der hatte den Schaft verkauft. Oder dann denselben wieder gekauft, oder? Den habe ich mir eingebildet, stand da nicht. Ja, ist jetzt gefährlich gewesen, ne? Die haben hier alle einen sehr schönen Level. Und die stehen alle auf der Lane von dem hier. Also der muss jetzt eigentlich diesen Single-Target-Schaden, den die alle rauspumpen, muss der jetzt tanken. Auf der anderen Seite sind das Marksmen ohne Damage-Upgrades. Also da kann das sogar funktionieren. Ja, die Mustang, wie gesagt, sinnbefreit. Man sieht das eigentlich hauptsächlich am Level, ne? Dass sie sinnbefreit waren. Aber das ist auch so eine Beobachtung. Welche Einheiten funktionieren besser im Spiel? Oder zu welchem Zeitpunkt, ne? Das muss man auch erst mit der Zeit lernen. In jedem Fall hat er da unten zu wenig Chaff. Da kommt die Ablenkung, das ist jetzt ganz nice. Zu spät, aber nice. Das ist sinnbefreit. Also wen wollen die denn slowen? Oder welchen Schaden wollen die denn reduzieren? Den werden von den Marksmen dann wieder weggeholt. Also ihr müsst ja bei dieser Fähigkeit jetzt in der Regel eure schnelle Einheiten stoppen oder langsamer halt machen. Ne? Ihr wollt, dass eure Einheiten mehr Schaden machen und dass eure Einheiten weniger Schaden nehmen. Aber der Schaden kommt durch die Artillerie, das hält er davon nicht ab. Ne? Und die Einheit nur mehr Schaden will, das sind alles Einheiten, die gewonshottet werden von seinen Leuten, sowieso schon. Und es sind alles langsame Einheiten, die aus dem Stand feuern. Also keine der drei Vorteile, die der Degeneration Beam bringt, hat er damit quasi jetzt aktiviert. Keinen. Von da war das ein Misskauf. Und wenn er es als Schaffkleber benutzen wollte, gibt man Reichweite aus. Ich glaube, wie ich es Markmann eben gesagt habe, aber wir haben keine Damage-Fähigkeit gehabt. Und hier ist ein Level Up, dann wird es schwierig, ihn mit Markmann zu holen. Aber er kann immer noch Doppelschussen so ausgeben. Ne? Ein bisschen Schaden haben sie ja gemacht. Zweimal Melting Points, natürlich auch nice. Ich würde die jetzt verkaufen, die War Factory, und den Artillery-Spam verdoppeln, weil jetzt zwei Melting Points hier mit Sicherheit erscheinen. Also kurz vor der Finisher-Runde würde ich das nicht ausgeben, das Upgrade, ne? Weil das braucht ja mehrere Runden, damit sich das rentiert. Wie gesagt, hätte er jetzt den Melting Point verkauft,
dann den Verkauf, dann wäre die Melting Point ins Leere gegangen. Plus mit der Artillerie hätte man es gekontert, man weiß ja, dass die kommen. Das ist genauso, wie ich eben sagte, soll die Artillerie verkaufen, damit die Luftabwehr, die Raketenabwehr ins Leere geht. Ne, aber hätte jetzt die Raketen verdoppelt und das verkauft, dann hätte er den optimal gekontert, die hätte er einfach durchgeballert. Ja? Das wäre die bessere Antwort gewesen. Verkaufsknopf im Süden, im Norden. Und was verkaufst du denn da? Was stand da gerade? Hast du gerade den Arclight verkauft? Den hätte ich nicht verkauft. Zumal. Also, ich denke vielleicht, dass die das jetzt machen. Vielleicht kann man es machen. Ich kann nur hoffen, dass der Arclight nicht auf was einloggt, bevor der Crawler kommt. Genau, es hat nicht funktioniert. Also, der Arclight jetzt noch, würden diese Crawler hier vorne vom Arclight gekontert. Weil ich denke, dass die Mustangs das inzwischen machen, die in die Generation Beams dann stehen. Also die UFOs, ne, die kosten ja ein Vermögen zusammen. 900 plus Upgrade. Und der Effekt von denen ist einfach nicht existent dafür. Und wenn man das sieht, dann muss man entweder verkaufen, die so tanky machen, dass es funktioniert, was unmöglich in dem Szenario ist, oder die in die Front bringen. Genau, die Warfackel wurde natürlich weggesniped, das war ja mit Ansage. Also ich bleibe noch beim Punkt von eben, ne? Verkaufen. Und die Artillerie erhöhen und dann Upgrades ausgeben. Zumal er ja eh schon das Extended Range Upgrade hat. Klar, und wenn Smoke kommt, muss man natürlich alles schilden, ne? Also wenn die wichtigsten Einheiten im Smoke stehen, dann ist natürlich für zwei Runden Katastrophe. Die kann er gleich auf Elite spielen. Die leveln halt regelmäßig auf, weil es da unten nur Targets für die gibt, ne? Also man kann mit so einer Einheit durchboxen, versteht mich da nicht falsch. Aber frontal gegen, das ist ja alles Single-Target-Schaden, alles, ne? Das ist einfach keine Option, dann Single-Target zu spielen. Zumal die ganzen Chuff-Freunde auch ein Stück weit hinter dem Typen stehen, ne? Also er will wirklich mit dem tanken, das ist mein Verdacht. Da gibt es ja auch keine Upgrades für irgendwas. Was wir auf jeden Fall beiden Seiten sehen, ist, dass sie einen schönen symmetrischen Armeeaufbau haben. Und ich glaube, dass das ein Großteil der Erklärung ist, warum die vielleicht auf dem Level spielen, wo sie spielen. In der Finisher-Runde müsst ihr immer Smoke machen. Also hätte ja jetzt auch irgendwie ein Feuer kommen können und ein Öl, ne? Dann werden alle gleichzeitig tot. Und wer wusste ja, dass jetzt auch Smoke da ist, also das müsst ihr einfach schilden. Das machen beide Seiten nicht. Also es muss geschildert werden, so eine Runde. Wenn ihr als Grundregel einfach sagt, bei Runde 8 stellt ihr Schilde auf, seid ihr gut dabei. Wahrscheinlich schon bei Runde 6 oder 7. Die Level 3 Badges, ne? Fire Badges, die da, vorne stehen, die werden jederzeit gesniped, deswegen die hier alle aufleveln, die Single-Target-Schaden, Freunde. Was natürlich langfristig auch eine Katastrophe geworden wäre. Naja, aber die Phoenix, ne? Das sind halt alle Level 3 gefühlt, mit Reichweite. Die Marksmen standen halt an vorderster Front, da gab es halt keinen, der tankt. Also was wir jetzt gesehen haben, war das Ergebnis von kein Schaff kaufen. Also er hat, glaube ich, drei Crawler. Ja? Und der wird schon im direkten Beginn getötet. Also wie sollen die, sind ja alle Sachen, die squishy sind, wie sollen die überleben ohne Chaff? Ja? Und da oben gibt es ja nicht ernsthaft einen Chaff-Clear. Also ja, das könnte man argumentieren, ist Chaff-Clear, aber das braucht auch ein bisschen zum Schießen, zumal die auch direkt getötet wurden. Also mit zwei Crawlern in Runde 8 ist immer GG. So, jetzt haben wir wieder zwei Top-Spieler. Einfach mal für den schönen Kontrast. Aber ne, das mit dem Chaff-Clear war, glaube ich, das. Ne, Spiegeln ist komisch, falsche Einheitenwahl, Chaff falsch, zu wenig gespielt. Das waren so die gröbsten Unterschiede. Verkaufsknopf zu spät ist gar nicht benutzt. Ach, generischer letztens gespielt. Wie hieß der nochmal? Blinded Analyse, also blinde Analyse nennt er sich übersetzt.
Prinz Boje habe ich heute schon eins gesehen. Ich weiß nicht, was das wiederholt. Sieht doch fast so aus. Jemand hat auf jeden Fall ein Spiel gehabt, wo der Phönix geholt hat und alles Einheiten, die im Prinzip Fortress oder ähnliches provozieren würden. Und dann kommt die War Factory und haut es tot. Oder? So, und halt. Ja, der macht jetzt alles, damit er hier eine War Factory gewinnen kann. Im letzten Spiel waren das irgendwie 5 Phönix oder Upgrades. Hin und her jumpen lassen und der Gegner hat mit allem Möglichen reagiert. Ja, manchmal macht man ja War Factory mit Abwehrraketen oder Fangs. Und dann kommt die War Factory, Fortress mit Raketen, meine ich. Und dann kommt die War Factory danach. Ich glaube, der macht mein PK-Manöver. Ist doch bei der Top-Liga angekommen, die Idee. Habe ich die Tage schon mal gesehen, dass das einer macht. Ich weiß nicht, ob es das wirklich wird, ne? Müssen wir abwarten. Aber von der Konfiguration könnte das funktionieren. Also ich würde das bei der Konfiguration jetzt erwarten, das PK-Manöver, ne? Mal sehen. Für meinen Geschmack hat er zu früh die Overlords geholt, aber die waren, glaube ich, gerade im Drop drin. Problem ist halt, das, was ich eben gesagt habe, kann er damit nur schwer spielen. Weil alles, was die Overlords kaputt macht, auch eine War Factory kaputt macht. Ja, der baut die langsam aus, die Luftarmee. Ja, schon Homing Missile ausgegeben. Also man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass jetzt früher oder später die Armee jumpen wird. Das guck mal, wie die da steht, ja. Weil sobald dann hier ausreichend Flugabwehr stehen würde, braucht die da gar nicht mehr bewegen, würde alles abknallen. Also da ist auf jeden Fall eine Jump-Strategie im Busch. Ja, easy Konter, klar. Feuerrate, Reichweite, auch ein Riesenknubbel da vorne, dann jumpt er ebenfalls und dann geht er automatisch dagegen. Weil der muss ja beim Jumpen jumpen. Wenn er das denn jetzt so macht, das muss man mal sehen. Was stört diese Overlord-Spam? Na, Kleinvieh, das man sehr lange mit beschäftigt, das stört ein bisschen. Wenn ihr halt Adlerkanone und Jump vergibt und er gibt halt Feuerrate und Reichweite aus, das stört auch ein bisschen. Bisschen viel. Westen kann er gar nicht mehr spawnen im Prinzip, weil dann überall die Typhoons sind. Reichweite Feuerrate hat er nicht. Und für die Adlerkanone lohnt sich nicht, gegen Bodenziele zu kämpfen. Also er hat da, glaube ich, einen ganz gravierenden Nachteil jetzt mit seinen Overlords. Also falls er denn das vorgehabt hatte, was ich eben gesagt habe, ne, mit dem PK-Manöver. Was kann er jetzt mit den Overlords noch machen? Auf jeden Fall kein Overlord-Overlord-Fight annehmen. Aber eine Menge kann er schon machen. Die wird er maximal eine Runde mehr haben, weil er danach aufrüstet. Also den Typhoons war vielleicht gar kein schlechter Call. Boah, Bombardment geht immer, ne? Also ich glaube, dass blinde Analyse damit klarkommt. Ich glaube auch allein schon deshalb, weil ich habe doch PK-Manöver gegen ihn durchgezogen und der ist jetzt so traumatisiert davon. Ach, ich habe den mit Adlerspam, glaube ich, kaputt gemacht, ne? Okay. Ich glaube trotzdem, dass er das schafft. Ich glaube an ihn. Er hat halt keine Kampf-Upgrades für den Luftkampf. Und er hätte halt schon Grund, Luftkampf zu gehen auch. Qualität. Genau, er braucht mehr Overlords. Die Gießkannen-Overlords würde ich mir jetzt aber jetzt 10-mal überlegen, ob ich das mache. Also das ist ein Fehler, die aufzuteilen.
Wie gesagt, wenn die zusammenstehen, die Overlords, dann kann der niemals wohin jumpen und gewinnen. Er muss natürlich trotzdem gucken, dass das nie gesniped wird, das Ding. Also vielleicht will er die nächste Runde dazustellen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig. Naja, wie gesagt, der wird dann gleich jumpen. Das Problem halt, wenn man das mit Ansage macht, diese PK-Strategie, ne? Das ist ja der Unterschied zu meiner Variante, ist, dass der Gegner halt, wenn er auch Overlords holt, gewinnt. Ja, nächste Runde, also er hat die Upgrades mit Reichweite schon ausgegeben. Genau, dann mehr Overlords und dann vielleicht noch Feuerrate oder nur Reichweite, das geht alles. Und jetzt lobt er da seine Punkte rein. Von rechts und von oben. Oder, na gut, der war noch da drunter. Ja, der hackt sich da durch. Headquarter. Der Chuff Clear war nicht gut genug von in der Analyse. Wir haben zu häufig noch auf Bodenziele gefeuert. Aber das kann man vielleicht wirklich schon direkt damit umgehen, dass man Feuerrate ausgibt, was ja auch gegen die Wespen gut wäre. Oh, die Typhoons, die Wespen, glaube ich, wegholen. Aber da unten waren ja Panzer hier, ne? Und also in der haben die Panzer zu viel getankt. Kann man da nicht einfach einen Satellit hinsetzen und gut ist? Einen in die Mitte zumindest. Das hätte, glaube ich, den Unterschied eben gemacht. Krabbler. Guck mal gerade. Ich habe mal gerade reingehört. Aber es ist ein Stream mit Musik. Kein Freund von. Jetzt hat er die Feuerrate ausgegeben. Also er hat halt noch so ein bisschen wenig, ne? Drei Overlords. Ich denke immer noch, dass der Level da ein Problem hätte sein können. Er hat das wahrscheinlich auch nur gemacht wegen dem Happy Armor. Er muss halt die Typhoons müssen die Wespen jetzt abknallen und dafür braucht er halt Schaffen, die den beschützt, ne? Nächste Problem ist, wenn die gleich jumpen, also stell dir vor, die jumpen dann dahin, dann töten die einen nach dem anderen, erst den und dann die beiden. Also ich weiß nicht, ob er sich da nicht unnötig ein großes Risiko bastelt. Besser wäre es halt, eine riesen Armee zu haben und selber auf den gegnerischen Headquarter zu gehen. Weil er ist jetzt abwartend und das kann sehr schmerzhaft werden. Also überall gleichzeitig will er sein. Das ist sehr oft ungesund. Ja, das ist immer noch Chuff da unten. Jetzt der erste Schuss da drauf und seiner ist tot. Also der Chuff Clear funktioniert bei ihm nicht. Und dann ist es ja egal, dass die Dinger weiter und schneller schießen. War, glaube ich, die Nummer 5 der Weltrangliste, ganz nebenbei. Streamer übrigens englischsprachig. Vielleicht einen schnellen Rhino fürs Headquarter. Rhino, zack. Die können halt jede Runde jumpen, das ist das Hauptproblem. Wenn sie jumpen, ist der Chuff weg. Ja, er will den Chuff vom Gegner clearen. Bin ich persönlich jetzt ein bisschen überteuert, zumal, wie gesagt, man hätte auch erwarten können, dass ein Rhino steht und sich da durchboxt. Fand ich sehr riskant. Ja, die Gießkanne. Also ich bin ja PK-Spieler-Manöver-Experte, ja. Nennen wir es mal so. Und ich sage euch, das einfachste PK-Manöver ist immer, und das schließt auch ein, wenn einfach der Knubbel irgendwo ist, je mehr die Einheiten aufteilt, desto eher geht ihr halt am Arsch, ne? Weil die eben gezielt dann eine Seite nacheinander kaputt machen. Also die Gießkanne ist euer größter Feind, wenn er gegen PK-Manöver spielt. Sagst du mir jetzt wirklich, wenn du da einen Satellit hinpackst, dann geht das nicht. Also wenn er das einfach mal cleart mit dem Satellit, ja? Meinetwegen nur einen hier, weil die tanken die ganze Zeit diese eine Salve. Na gut, der hat ja jetzt hier den hier. Schilde.
Ja, die Typhoons, die machen jetzt ein paar Kills. Headwater. Der schleicht sich nach oben. Headquarter. Ja, hat funktioniert. Very nice. Was geht jetzt noch ein paar Runden? Ja, nochmal ein Rhino-Drop dabei. Ja, die Dinger da vorne. Ich meine, der hat 113 Kills, also der hat sich offensichtlich gelohnt hier rechts. Der hat alles eingesackt. Der war trotz Tankiness sofort weg. Genau, jetzt hat er halt weggejumpt, ne? Und jetzt boxen sich halt durch den Besten durch und dann durch den Nächsten und so weiter. Also, dass die da stehen, zeigt ja eigentlich auch, dass er da rechts hinjumpen wollte. Ich glaube, dass das jetzt nicht schwer zu erraten war, diese Runde. Jetzt den Rhino da drauf droppen. Genau, geht auch schon einen Schritt weg, also er hat es geahnt. Aber ne, der nimmt halt jetzt super spät am Fight teil und der vielleicht auch. Und das sind ja schon nicht wenige, ne? Ich befürchte, das könnte zu wenig sein, was er da hat. Und der Wespen-Clearer ist hier vorne, der wird sofort sterben. Und dann werden die Wespen eigentlich nicht mehr gecleared ordentlich. Die haben ja noch Schutzschild, die Wespen, das kommt ja noch hinzu. Ja, der Vulcan steht auch links, ne? Rechts hat er keinen Vulcan. Also, das sieht mir nach einem starken Erfolg aus, was er da gerade aufstellt. Und genau das, was ich gepredigt habe, niemals die Gießkanne dagegen stellen. Mich würde es wundern, wenn er es verliert mit der Aufstellung. Und dann geht er noch mein Insight jetzt zum Teufel, oder? Auf wen habe ich gewettet? Ich hab's vergessen. Ich bin Overlord-Spammer. Damit liege ich dann immer richtig mit der Aussage. Ah? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ne, Headquarter getroffen. Bam. Jetzt kommen die guten Wespen noch dazu. Schilde nur auf den grünen Wespen. Headquarter. Beide Headquarter. Die wird jetzt ein bisschen länger ohne Headquarter. Also beide Headquarter waren vielleicht ein bisschen viel zu verlieren. Der Rhino gibt sich Mühe. Ja, tatsächlich nicht funktioniert. Ich hätte es nicht geglaubt, aber hey, war so. Also der Unterschied war, glaube ich, sehr stark, dass er beide Headquarter erwischt hat, während er hier auf der rechten Seite nur eins erwischt hat, ne? Das sind einfach nochmal 8 Sekunden oder so, oder 9, wo er Pech gehabt ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass natürlich der Warp Drive, ne, ein riesen Kostenfaktor ist, ohne dass wirklich die Kampfkraft erhöht. Wenn er damit dann eben, ne, mit dem Beacon so rübergeflogen wäre, hätte das zweite Headquarter erreicht, dann hätte sich ja gelohnt, das Investment, aber das war ja nicht. Von der Aufstellung sieht schon gut aus. Also der Rhino-Drop war daran beteiligt, oder? Wir haben das GG gesehen. Das heißt, es kann nur der Gewinner sein. Der Verlierer sagt ja grundsätzlich nicht GG. Ist eine komische Welt, aber so ist das. Er versucht die jetzt auszuknipsen. Das ist natürlich geil, ne? Also, wenn er den Blob jetzt treffen würde aus Versehen, aber er trifft halt nur einen. Vielleicht zwei. Bedenkt übrigens auch, dass sie da oben den Buff haben, ne? Ariel. Ich glaube, ich habe auf oben gewettet. Was natürlich dann scheiße ist, wenn jetzt der Dings gewonnen hat. Hat die Luftabwehr bei den Wespen ausgegeben. Schilde haben beide bei den Wespen. Okay, das hat reingeknallt.
Da sieht so aus, als ob der. Ja, war richtig. Der Gewinner hat GG gesagt. Wie auch sonst. Ja, also das komprimierte Zusammenstellen war dann vielleicht doch der entscheidende Faktor gewesen. Zumindest wäre das meine Erfahrung immer. Und es macht ja auch Sinn, ne? Wenn ihr die, wenn bei euch immer fünf auf einen schießen, wenn nur einer zurückschießt, habt ihr immer einen Vorteil. Also zumindest aus meiner Erfahrung von dem ganzen Picard-Dinger da, ne? Wenn ihr näher zusammensteht und die stehen halt wie die Gießkanne verteilt über die gesamte Map, und wenn sie dann eben keinen Headquarter dafür erreichen, ne? Das hat er ja nicht gemacht. Dann wird er einfach zusammengeschossen. Da sind ja auch dann entsprechend die Wespen noch dabei und was nicht alles. Ne? Der hat das Headquarter dann erreicht und dann ist alles zusammengebrochen. Also, das ist, glaube ich, die Strategie am Schluss gewesen, wo Analyse verloren hat wegen. Und da geht mein Insight zum Teufel. Heute nicht mein Tag. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.